Name die Ehre Leik, grüßt euch Gott. Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonnenlucke. Wir machen einmal was ganz was anderes. Es regnet, wir haben uns vorgenommen, weil es eben regnet und wahrscheinlich wenig Leute am Spielplatz unterwegs sind, dass wir heute mal Spielplätze anfahren. Und wir gehen mal Spielplatz runter und schauen mal, was wir jetzt in den nächsten 2 Stunden am Spielplatz so finden. Wie viel Euro das wir zusammenkriegen oder vielleicht sogar 1-2 Schmuckstücke. Oh ja. Oder was? Was? Ein Ring wäre geil. Zum Beispiel. Also, schauen wir mal, wir sehen uns bei der ersten Münze. So Leute, das erste Signal, kein 50er, wir haben gemeint, der geht, aber es ist tatsächlich irgendein Mackerl von einem Ärztehaus. Cool. So ein Scheiß. Nehmen wir mit. Hat mich über 2 Euro gefreut. Nächstes Signal, das erwarten wir sie natürlich am Spielplatz, eine Tube. Da hätte Leute, das gibt's ja nicht. So was erwarten wir sie wirklich nicht am Spielplatz. Kaliber 50er am Spielplatz. Alter Leute, was ist denn los? Der Wahnsinn, es sind so viele Störsignale da, es ist der Wahnsinn. Machen wir das Lächeln wieder gescheit zu. Aber einfacher Kaliber 50. Also, what the hell? Was steht da drauf? Ja, nein, ist schon eins. Also. Grob. Dann das nächste Signal von Max. Ein Ring. Kein Ring. Du bist also ein Ring. Jetzt habe ich eine Abziehlasche von der Konservendose. Ja. Vielleicht Ravioli. So Leute, erste Münzzahl tatsächlich 5 Cent. Yay, ist das schon mal Anfang? Der Wahnsinn, Leute. Die nächste Patron, Jägerpatron. Alter, was ist da bitte los? Am Spielplatz. Das sieht man jetzt immer häufiger rumliegen. Ganz voll Schutzmasken, das gibt's ja nicht. Wir haben halt bestimmt schon 6 mitgenommen und entsorgt. Das ist der Wahnsinn. Ohne Ende. Das nächste Signal von Max. Ah, 20 Cent, jawohl. Yes. 120 Cent. Sehr geil. Passt. Haben wir schon? 25 Cent, erster Spielplatz. Ja, jetzt nächste Signal. Bin hier fast schon. Money. 20 Cent. So Leute, jetzt haben wir schon 45 gefunden. 45 Cent. So Leute, wir werden jetzt den Spielplatz wechseln, da geht nicht mehr voll, aber Max mag noch mal live in Action sein. Hui! Alter, das Seil hält ja gerade da raus, ey. Das ist ja was. Ah! Ah, der blockt am Boden. Das ist vorbei. Na, ab zum nächsten Spielplatz. Wir sehen uns. So Leute, wir sind jetzt beim nächsten Spielplatz angekommen und schauen, was wir da so finden. Der letzte Spielplatz war jetzt nicht so ganz erfolgreich, wir haben schon ein paar Münzen gefunden, aber vielleicht finden wir jetzt bei dem Spielplatz unser erstes Schmuckstück. Schauen wir mal. Das erste Signal, der erste Euro, haben wir ihn schon, perfekt. Gerade der Max einen Bierdeckel gefunden, was fällt die? Ein Teil vom Biergrub. Läuft. Jetzt nächste Signal von Max, da liegt er, ein Zehnerl, oder? Oder ja. Ein Zehnerl, war da nur ein Signal? Das war ein Doppelsignal. Der Doppelsignal. Ja, scheiße. War doch nichts, geh mal rüber. Ich hab mein Gerät aus. Ja, nein. Gut. Viele Störsignale. Nein, Schmarrn, weil das liegt da beim Pini, weil er doch nicht aus ist jetzt. Nicht. Jetzt probieren wir nochmal. Ne, das war's, machen wir wieder. Ja, jetzt nächstes Signal von Max. Und ein Flaschendeckel. Ein Flaschendeckel. Machen wir wieder. So Leute, letzter Spielplatz, haben wir 1,10 Euro Ausbeute gehabt, jetzt haben wir hinter uns ist schon der nächste Spielplatz, schauen wir mal, was da geht. Jetzt nächstes Signal von Max, ah ja, ein wunderschöner Bierdeckel. Gut. Ja, jetzt erstes Signal, immer noch auf dem selben Spielplatz. Der 20er, haben wir doch noch Gag gefunden, hätte man jetzt nicht mehr erwartet. Passt, nehmen wir mit. Jetzt nächstes Signal, schon wieder ein Deckel, wir wechseln jetzt. Wir haben nur 20 Cent gefunden an dem Spielplatz. Vielleicht finden wir beim nächsten mehr. Spielplatz, neues Glück, schon wieder 20 Cent. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Nächstes Signal, 2 Cent. Signal von Max, darf ich mal? Yes. Ah, 20er. Nehmen wir mit. Signal von Max. Leicht oh, daneben. Die schaut nach einem 50er aus. Darf ich? Danke. Ja, ja, ein 50er. Habe ich ja, zufällig mit dem Pinpoint erwischt, ne? Wird? Das meiste. Am Spielplatz ist echt so krass. Die meisten Signale liegen einfach nur ein paar Zentimeter im Boden drin.
Und jetzt kommt genau das eine Signal, wahrscheinlich, wo jetzt bestimmt 2 Meter im Boden liegt. Aber so, eigentlich darf der Pini sonst nicht reinkriegen. Schauen wir mal. Also ich glaube schon langsam, dass das jetzt ein Kack ist. Aber wir schauen mal. Ah ja, ein Flaschendeckel. Nehmen wir mit, das gute Stück. Da jetzt nächstes Signal von Max. Oh, wir haben ein Ameisennest gefunden. Ah, und ohne Handschuhe ist das ja sehr geil, oder? Yes. Wie fühlt man sich da so? Oh. Jetzt nur besser, weil 1 Euro dabei war. Richtig. 1 Euro. Du malst sie da schön zurück, gönn die Euro. Und ist ein besonderer? Ah, der Italiener ist sogar. Hier, der italienische Euro. Dankeschön. Das Mach. Ist alles hier im Umkreis gewesen. Ne? Ich bin nicht viel rumgegangen. Also 1,70 auf 1 Meter. Richtig. Sehr cool. Signal, wieder ein Money. Und ein 20er. Max wird gerade ganz sehr stark vollgepinkelt vor Ameisen. Ohne Ende Ameisen. Er buddelt die ganze Zeit in seinem Loch, aber seine Hint. Und hast wenigstens was gefunden? Ja. Ein 10er, passt. Dann ab in unser neues Coinpad. Was hast du gefunden? Ein 20er. Ein 20er? Ein paar Münzerl haben wir heute schon. Neues Coinpad. Ja, weil das andere leider voller Dreck ist momentan noch. Aber das müssen wir noch sauber machen. Mal, machen wir weiter. Das nächste Signal, 2 Mark. Sogar noch schön. Sehr geil. Jetzt nächstes Signal von Maxl. 2 Pfennig. Yes. Oh, stimmt. Da hat der Büb 2 schöne Pfennig gefunden von 1900. 60, glaube ich, stand hinten drauf. Ja, klar. 86. 86. 1986, 2 Pfennig. Weiter geht's. Das nächste Signal, was sind das schon wieder? Ein 20er. Also das, was man am häufigsten findet, ist momentan 20 Cent. 20er. Nehmen wir mit. Nächstes Signal, 2 Pfennig von F. Schön. Leute, das nächste Signal, direkt bei der Schaukel. Ein Flaschendeckel. Ist ja klar. So viel Dreck wie da rumliegt, ist der Wahnsinn. So Leute, das nächste Signal von Max. Am Rande wieder bei den Schaukeln. Und wieder Flaschendeckel, oder? Bitte nicht. Jetzt komm. Tu uns den Ring raus. Nee, nein, Alu. Aluminium. Nein. So Leute, das nächste Signal. Dann haben wir im Kies in den Storner nur 5er gefunden von 2007. Passt, nehmen wir mit. Spielplatz, erstes Signal, 10 Cent. Nehmen wir mit. In den Storner wieder ein 20er. Max hat einen Kugelschreiber in der Zwischenzeit gefunden. Jetzt nächstes Signal, mitten am Spielplatz erwartet man sich ja natürlich eine Musketenkugel. Cool. Nehmen wir mit. Boah, jetzt haben wir so viel Müll gefunden. 30 Cent waren dabei. Max hat heute noch nicht so viel Glück gehabt auf den Spielplatz. Aber er ist auf der Spitze oben. Schauen wir mal, vielleicht rammt er ja was ab. Peace. Schauen wir mal weiter. Im Auto rammt man immer ab. Das ist der absolute Wahnsinn. Ein Silberkettel haben wir gefunden. Daimer. Mit gestempelt. Yes, ist gestempelt da. Jawohl. Da, gestempelt. Daimer. Jawohl, ein Silberkettel. Sieht schön aus. Doch noch was gefunden. Ach, ich habe mir schon gedacht, es kommt nichts mehr. Und dann nur ein Silberketten. Da sind noch ein paar Steiner drin. Und dann ist auch noch da eine Punze drin. Jetzt kann ich euch nur nicht sagen, was für eine. Da ist eine Krone und 8 irgendwas. Sehr cool. Ja, doch noch einen Schmuck rausgezogen. Doch noch einen Fund gemacht. Jawohl, Leute. Silverino. Wir sind jetzt auf unseren letzten Spielplatz angekommen in diesem Ort. Wir haben natürlich die Erlaubnis, Spielplatz, darf man ja Sondelgänger gehen. Das ist jetzt der letzte für den Ort, schauen wir mal, was wir finden. Der Max hat schon ein Signal. Jawohl, 1 Euro. Ein Euro, echt jetzt? Ja. Gehen wir her. Max, Fund Nummer 1. Hier lässt sich's aushalten. Ein französischer Euro. Nein, ist schon wieder die Franzen. Also, wir sehen uns beim nächsten Fund. So Leute, nächstes Signal. Was hat er denn da schon wieder gefunden? Eine Spielmarke. Was? Eine Spielmarke von einem Kind. Jawohl. Wieder zurückgeben. Als nächstes Signal. Ein Teil eines BMW Z3. BMW Z3. Der Popo vom Fahrzeug.
Nehmen wir mit. Das nächste Signal von Max. Der rammt gerade richtig ab. Unter der Brücke. Unter der Brücke finde ich 50 geil. Da. Für dein Leben unter der Brücke 50 geil. Ja, geil. Kannst du was leisten davon? Mein erstes Münzlein auf diesem Flächlein. 20 geil. Jawohl. So, Leute, das nächste Signal. Jetzt läuft's. 10er. Haben wir schon 30 Cent gefunden. Der Max hat schon 1,50 oder 1,60 irgendwie sowas. Läuft, mach weiter. Ein Sichtfund kann man am Spielplatz schon machen. Aber ein Sichtfund aus der Pfennigzeit, wo mitten da liegt, von 1991. Echt? 10 Pfennig. Nicht schlecht. Liegt mitten da. Cool. Einfach nur da gelegen. Geil. Nehmen wir mit. Der Wahnsinn. Das Coinpad ist auch schon langsam ein bisschen voll. Passt. Schauen wir mal, was da noch so geht. Da jetzt nächste Signal. Max spielt in seinem Sandkasten hinten umeinander. Habe ich jetzt gesagt, dass er auch ein bisschen spielen darf da. Ein bisschen Abwechslung. Jetzt hat wieder ein 10er. Nehmen wir mit. Sehr cool. So, Leute, das nächste Signal von Max. Er wirkt voller Motivation. Was ist das? Was ist denn das schon wieder? Nie wieder bin ich motiviert. Nein. Nein. Keine Ahnung, was das ist. Schau es dir an. Ich habe leider selber keine Ahnung. Vielleicht ein Teil von einem Plastikspielzeug oder sowas. Plastik? Spaß beiseite. Doch, viel Spaß beim Entsorgen. Jetzt nächstes Signal von Max. Ein Jägermeisterdeckel. Von der Seite schaut es aus wie ein Münzen, weil es so schön gerüffelt ist und dann. Ist kein Münzerl, sondern ein Jägermeisterdeckel. Belastend, das ist einfach nur belastend. Das Leben ist hart. Wir wechseln wieder den Spielplatz. Sehen uns beim nächsten, falls wir noch einen finden. Dann haben wir Money gefunden auf dem Weg zum Auto. Nochmal 10 Cent. Cool. Haben wir schon gedacht, dass jetzt nichts mehr kommt, aber ein 10er ist noch gekommen, jetzt wechseln wir das Areal. Auf dem Weg zum Auto haben wir festgestellt, dass wir vergessen haben, unter der Schaukel zu schauen. Okay, müssen wir mal schauen. Anscheinend habt ihr leider ein bisschen was verloren. Oder keine Ahnung, was das ist. What the? Ja, genau. Klar, warum nicht? Ein Monster Energy Drink. Ich denke mir schon, warum das so eskaliert. Ja, gut. Das war's. Jetzt gehen wir aber wirklich. Jetzt suchen wir uns was anderes. Nimm's mit. Los. Ein neuer Spielplatz. Erstes neues Signal. 20 Cent. Max grabt auch in seinem Sandkasten ein bisschen umeinander. Ein bisschen. Bin ja gespannt, ob der was findet. Ja, ich sehe schon, da ist. Ja, oh, was ist denn das? Klingel. Ist ja cool. Hast du nicht eine Klingelsammlung? Ja, ich habe eine Klingelsammlung. Dann schenke ich dir das. Nein, das ist aber nicht von dir. Warte, das ist echt eine coole Klingel. Da schaut er dich mal her. Ich habe nur die alten. Ich weiß nicht, Leute, ob ihr die kennst, die ganz alten Klingeln. Da steht immer so personalisiert ein Name drauf und die Ortschaft. Das sind richtig cool, die Sachen, aber das, die neuzeitigen Klingeln finde ich jetzt nicht so der Wahnsinn. Naja. Das nächste Signal direkt neben der Schaukel, beziehungsweise direkt unter der Schaukel. Hier ist es. Haben wir schon. Noch kein Pfeil. Okay. Was ist das Ding? Was ist das schon wieder? Bullshit. Zumindest ein Bruchstück von irgendwas. Entsorgen wir. Das Signal von Max. Nach daneben gesprochen, aber dann. Ja, 50, gell, hat er gefunden. Cool, ist auch schon angelaufen. Ja, 50, gell. Bitte schön. Dankeschön. So, natürlich müssen wir das später alles als Spritgeld verrechnen. So dass er da gar nichts mehr hat. Was? Das war ein Spaß. Geht natürlich auf mich, ist doch klar. Das nächste Signal, einfach ein fetter Nagel. Schön interessant, was man so auf die Spielplätze findet, gell? Also Leute, wir sind jetzt fertig. Wir waren auf 4-5 Spielplätze, haben eigentlich gut abgesahnt. Die Silberketten ist wirklich cool. Wir haben tatsächlich ein Schmuckstück gefunden. Haben uns ehrlich gesagt jetzt am Schluss nicht mehr so ganz erwartet, dass wir noch was finden, aber wichtig, nie aufgeben. Wir haben ein paar Euro gefunden, also wir haben uns jetzt gedacht, wir bleiben jetzt nicht jetzt 50er, weil ihr macht einen Gap-Pass auf, schaut rein, ihr seht selber, wie so ein 50er ausschaut.
Deswegen werden wir jetzt am Schluss ein Foto einblenden, wo jetzt wo es alles seht. Und zeigen wir euch dann auch nochmal, wie viel Geld das wir insgesamt gefunden haben. Wenn euch das Video gefällt hat, uns gefreut über einen Daumen nach oben. Gerne kommentieren. Und wenn euch das gefällt, dass wir auf Spielplätzen unterwegs sind, dann bei 100 Likes gehen wir wieder auf den Spielplatz. Also fleißig den Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ansonsten, wer noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren. Auf bald, euer Sonnenlocke. Und wer bist du? Der Max, glaube ich. Hast du aber jetzt ganz schön lang gebracht. Also, viel Dank. Tschüss.